Hallo ihr Lieben, heute mal mit Haarschmuck. Mir war danach einfach mal hier Disney One. Ich vermisse Disneyland schon sehr. Aber ja, momentan einfach nicht drin. Sowohl hier als auch die Menschenmassen. Ich fand das ja 20, Februar 20 fand ich das schon ganz schrecklich. Und da waren ja noch gar keine Maßnahmen. Und jetzt ist es gefühlt genauso voll. Aber gut, eigentlich wollte ich noch am 31. Video drehen. Der Tag ging aber so schnell vorüber und alles lief irgendwie in Schnelldurchlauf ab. Und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes neues Jahr nachträglich. Kann man schon noch machen, oder? Ja, würde ich sagen. Das geht den ganzen Januar. Ich hoffe, ihr habt euch Ziele gesetzt, die erreichbar sind. Nicht so utopische Ziele. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Egal. Und das hat jetzt nichts mit Corona zu tun oder so, sondern einfach, dass ihr gesund bleibt. Dass ihr euch vielleicht ein paar kleine Träume erfüllen könnt und Wünsche. Und ja, einfach eine gute Zeit, ein gutes Jahr, auf das ihr mit Freuden dann am 31.12.22 zurückblicken könnt. Ich habe geshoppt. Einiges ist noch aus dem letzten Jahr hier und einiges ist dieses Jahr gekommen und gekauft und ach Gott, ich weiß nicht was noch. Und einiges ist tatsächlich nicht gekauft. Man möchte es kaum glauben. Einiges haben wir im Speicher meines Mannes gefunden, aber seine Sachen zeige ich mal separat. Fangen wir an. Ja, ich habe mir ein Bügelperlenbuch gekauft. Das ist auch richtig cool. Ich glaube, bei Medimops, da sind auch so Vorlagen mit drinnen. Wo haben wir jetzt mal eine? Hier ist ein Känguru. Oida. Wenn man so Wurstfinger hat. Nehmen wir jetzt den. Da haben wir einen Hund. Relativ groß, wie ihr seht. Und da ist dann die Vorlage dazu. Mit Zentimeterangaben da an der Seite, dass man weiß, wie groß man die Platten legen muss. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Das ist eine Dänin. Anja Takas, glaube ich. Takaks oder so. So sieht die aus. Die schreibt oder hat schon einige Bücher geschrieben, die du aber, so wie ich das verstanden habe, nur in Dänemark kaufen kannst. Die ist auch auf Instagram. Ich habe ihr mal geschrieben auf Englisch. Da kam nichts zurück. Gelesen hat sie es. Also ich habe keinen Plan. Das gab es als einziges auf Deutsch zu kaufen und ja, große und besondere Motive. Wie gesagt, sie hat auch noch Jahreszeitenbücher, aber alles auf Dänisch, was mir egal wäre. Es geht ja nur um die Vorlagen, aber die finde ich auch nicht so im Internet. Naja, egal. Einmal dieses Buch hätte mal 12,99 gekostet, war dann günstiger. Meinen 9 Euro oder so. Dann, was habe ich dann gekauft? Ich habe hier Alfred Jodokus Quark. Wer kennt ihn noch? Ich habe ihn geliebt und finde ihn immer noch toll. Ich möchte es noch nicht so anfassen. Ich tue mir da echt schwer. Das versteht immer keiner. Aber jeder hat doch irgendwie so ein Spleen, wo man sich denkt, oh, das möchte ich nicht anfassen, da ekeln wir davor. Und so ist es bei mir mit Samt. Ich kriege echt Gänsehaut. Er ist aber einfach so niedlich. Oh. Sehr süß. Und den lasse ich jetzt in der Tüte drin und den, ist das der Papa? Ich glaube, das ist der Papa vom Alfred Jodokus Quark. Der Maulwurf, ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Die liegen auch schon länger hier, die waren vom letzten Jahr. Dann habe ich bei Shop Disney gekauft. Eigentlich auch 80er, würde ich sagen.
ne, 80er, 90er. Bernhard und Bianca Pins. Hätten regulär 15 Euro gekostet, die waren aber reduziert. Es gab im Shop Disney irgendeine Aktion 3 für 2 oder 20% auf Pins. Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir die da gekauft. Und Chip und Chap, Weihnachtspins, egal. Nee, die nicht. Die habe ich mir noch gekauft. Chip und Chap zurück ist was anders, zeige ich euch gleich. Die waren auf 5 Euro reduziert, statt 10 Euro. Ich finde jetzt 101 Dalmatiner geht so, aber bei 5 Euro musste ich zuschlagen. Disney Pin, und die habe ich mir aus dem Disneyland mitbringen lassen. So war es nämlich. Da steht es hinten nämlich noch drauf. Ich bin in einer Gruppe und ein ganz lieber Mann fährt regelmäßig ins Disneyland und kauft Pins ein und verlangt auch nur den Originalpreis vom Pin. Also der schlägt jetzt dann nicht noch einen Euro drauf pro Pin, sondern nur diesen Preis. Du sagst ihm vorher, was du haben willst, und dann besorgt er dir auch irgendwelche lizenzierte Pins. Gerade so im Disneyland musst du über eine App Tickets dir buchen, wenn es Spezialpins gibt, dass du die Möglichkeit hast, die zu kaufen. Also du kannst da nicht einfach hin und sagen, ich möchte es, sondern nur über diese App und dementsprechend auch diese Warteschlange. Diese App ist auch für Shows und Meet and Greet. Das ist aber aktuell auch nicht wegen Corona. Und ja, da hat er mir die mitgebracht. Ich kann gar nicht sagen, ich glaube, was haben die gekostet? 14,99 oder so. Aber Chip und Chap ist halt, ihr wisst ja, müssen sein. Die waren's. Dann, wenn wir schon bei Disney sind, machen wir weiter hier Disney. Bei Müller Markt habe ich mir den mitgenommen. Der ist flockt, ich weiß. Aber er war reduziert auf 4 Euro. Der bleibt einfach da drinnen. Ist ein Schlüsselanhänger, ein Funko Stitch Schlüsselanhänger. Von dem her alles tutti, würde ich sagen. Das Gesicht, also sowas von lieb. Und ich habe bei EMP einen Pop gekauft. Ich habe vor Monaten, schon letztes Jahr im Sommer, bei Pop in der Box Pops vorbestellt. Und zwar von Die Hexe und der Zauberer. So, jeder kennt den Film, hoffe ich. Ein ganz toller Disney-Film mit Merlin und König Arthur, dann dementsprechend irgendwann und Madame Mim und so. Und jeder, der den Film kennt, weiß, dass da Merlin und die Madame Mim kämpfen miteinander. Also kämpfen. Und sie ist ein Drache, verwandelt sich zum Drachen. Ihren Virus, glaube ich, zaubert irgendwie so. Und da habe ich mir zwei Pops vorbestellt. Große Pops, diesen Drachen, einmal in der Normalversion, in lila, und einmal mit der Virusinfektion oder Bakterium oder was die da hatte. Und nichts, es ist bis heute noch keiner da, was ich Ärger mit diesem Scheißverein habe. Die nerven mich ohne Ende. Das war schon beim letzten Mal mit der Gummibärmbande so. Ach, zum Kotzen, wenn ich sehe, dass andere kleine Läden, die schon ausgeliefert haben und so eine große Firma wie Pop in der Box nicht in die Pötten kommt und den Scheiß rausschickt, kriege ich echt einen Föhn. Und per Zufall habe ich gesehen, dass EMP diesen Drachen hat. Und es geht mir hauptsächlich um die Chase-Version. Und du kannst bei EMP nicht mehr mehrere Pops von der gleichen Sorte kaufen, die einen Chase mit dabei haben. Sprich, jetzt hat, ich zeige euch mal diesen Drachen. Ich habe ihn bekommen von EMP. Chase, mega cool. Also total cool. Das ist der normale. Diesen Drachen hätte ich jetzt nicht
siebenmal kaufen können, weil ich glaube, bei siebenmal ist garantiert ein Chase, sondern du kannst die nur noch einmal in den Warenkorb legen, wenn es von dem Pop eine Chase-Version gibt. Ja, habe ich mir gedacht, okay, scheißegal, ich möchte jetzt diesen blöden Pop haben. Hab den gekauft und was kommt an? Die Chase-Version. Ich war so glücklich. Ich möchte den anderen natürlich auch haben, aber ich bin jetzt da schon mal glücklich. Ich habe jetzt Pop in der Box nochmal angeschrieben, aber da kam bis jetzt noch nichts von den Grattlern. Leider. Also die nerven mich. Wirklich. Das, und dann immer mit dieser Ausrede, ja, Corona-bedingt, nee, Scheiß ist da. Kriegen ja andere auch hin. Ich kann ja auch in China kaufen und der Schmarrn kommt der Arm binnen von 2 Wochen. Ich kann auch in den USA bestellen und das Zeug kommt auch hier an. Ich habe auch in Kanada bestellt und das Zeug kommt an binnen von 2 Wochen, nur die kommen nicht dazu. Da müssen sie doch einfach ehrlich sein. Wenn sie ehrlich sind, habe ich da gar kein Problem. Aber mich immer abspeisen, das nervt mich. Da werde ich sauer. Da kann ich auch ungemütlich werden. Aber gut. Dann schon länger habe ich hier einen Pop, einen Chigi Jumbo. Den kann ich jetzt auch auspacken. Wir waren im Müllermarkt, das ist schon 2 Monate her oder so. Und unser Müllermarkt hat mittlerweile eine relativ gute Auswahl, was Pops angeht. Vor allem, wenn die wieder so Exklusive haben, kauft die im Normalfall keiner, weil ja, es ist das Interesse nicht so groß an Pops hier im Guide. Naja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ah, Markus, schau, und ich habe Glumanda schon und Pikachu und Bisasam. Der Shiki fehlt mir noch. Ja, bist du sicher? Ja, klar, fehlt mir noch. Dann komm mal heim. Gehe ich rauf, schau mein Regal, denk mal, Scheiße, fehlt der Shiki mir nicht mehr. Hatte ich den Shiki schon. Jetzt packe ich ihn aus. Ich wollte ihn dann auch nicht zurückgeben, weil der ist ja wirklich süß. Und groß. Der ist jetzt ausgepackt und stelle ich mir irgendwo hin. So ist es. Kleiner Moment. Weiter geht's. Also so ist es. Ich muss nur schnell gucken, wie viel Uhr das ist. Jetzt habe ich hier einen Chicky und auch ganz süß. Da. Hintergrundbild braucht kein Mensch. Aber es ja, ist nett. So viel zum Thema Chicky. Den Karton bringe ich dann auch gleich runter. Der kommt in den Müll. Gestern waren wir dann noch im Smith Toys. Wir waren in München zufällig. Was heißt zufällig? Wir waren in München schon gezielt. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt: Du, ich möchte noch ins Smith Toys. Er musste meinem Cousin helfen, der wohnt in München. Der auch Funko Pops sammelt, aber halt hier hochwertige, nicht so wie ich, sondern. Der kauft auch gezielt, um zu verkaufen, zum Teil. Also, der macht es schon mit Verstand und nicht so wie ich. Ich mache es nach der Optik, mir gefallen sie, ich mag den Film oder wie auch immer. Und dann hat er mir erzählt, ja, dass das Misthäus hier bei ihm ums Eck nicht mehr so viele hat, aber er hat noch die Metallic-Funko-Pops von Pokémon. Und nachdem Bisasam mein Lieblings-Pokémon ist und sie hatten nur noch den Bisasam da und nicht mehr Pikachu und so, habe ich mir natürlich hier mit den 25-Jahres-Aufklebern Bisasam mitgenommen. Der war dann auch noch reduziert auf 19 Euro. Hat sich gelohnt, meine Lieben, würde ich sagen. Ich finde die tatsächlich immer schöner, wenn sie aus der Packung raus sind, aber der natürlich nicht. Muss ich noch ein Plätzchen finden, ansonsten stehen die einfach da Treppe hoch zum Kinderzimmer. Der Vorteil ist, die finden das auch ganz cool und dann stört es die auch nicht. Da steht schon Glumanda und noch irgendwas. Uhren stehen da. Genau. Das war es aber immer noch nicht. Ich habe noch mehr gekauft und ein Teil, das hatte mein Mann noch. Bei sich zu Hause. Wir waren am 25.12. bei seinen Eltern und
Die hatten noch einen Poppel und den habe ich mitgenommen. Das andere steht jetzt da hinten, das zeige ich euch in einem anderen Video. Und zwar wird dieser Poppel zu einem Fußball. Mein Mann ist in den USA aufgewachsen und der ist noch original aus den USA. Den haben die da damals drüben gekauft. Er hat da noch ganz viel He-Man-Zeug, das zeige ich euch beim nächsten Mal. Und ja, der ist aus den USA. Habe ich auch noch nicht, stelle ich ins Regal. Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen Poppels gekauft. Ich wollte Poppels und da war ein schönes Konvolut für 20 Euro. 20, glaube ich, waren es. Ich glaube schon. Vorletzte Woche war das. Da war einmal hier dieser junge Mann. Ich glaube, das ist ein Männchen. Sage ich jetzt einfach mal. Den, glaube ich, habe ich schon. Weiß ich aber noch nicht. Einmal den. Dann so einen kleinen. Da ist sogar noch dieses Ding hier dran. Also seht ihr mal, wie neu die sind. Aus dem Jahr. Die sind nämlich echt schon scheiße alt. 86. Die finde ich halt so süß, weil die so eine Mütze sind. Also der ist blau und hat eine lila Mütze. Da ist auch das Poppelszeichen. Das ist da anders. Und bei dem ist es, glaube ich, genauso wie bei dem Hut hier. Bei der Mütze. Dann haben wir hier einmal den lila Poppel. Auch noch mit so einem Ding dran. Der hat eine grüne Mütze. Da sieht man auch die Augen, die schauen halt echt wild aus. Dann den gelben mit einer pinken Mütze, Hut, wie auch immer. Und den weißen. Also jede Menge Poppels mit einer rosaroten. Total cool, habe ich mich mega drüber gefreut, über dieses Schnäppchen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, Leute, ich glaube, das war's. Ich schaue mal. Nö. Müsste es gewesen sein. Ich würde mal sagen, bis demnächst. Wir haben, nee, wir haben gebastelt, aber das ist scheiße, das kann ich euch nicht zeigen. Das sind Bügelbilder, sage ich schon. Nee, das sind Window-Color. Die hängen schon. Das ist immer so schwierig, das dann irgendwie abzufilmen. Muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir heute Abend noch Window-Color. Dann kann ich die euch mal zeigen, wenn sie noch nicht an den Fenstern kleben. Viel Sailor Moon ist dabei. Und Futurama ist dabei. Und meine Kleine hat auch irgendwas. Die hat Pokémon gemacht. Und ich habe die Schöne und das Biest. Klar. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, Woche, what else? Ich würde sagen, wir hören uns und oder sehen uns.